Hallo Leute, mein Computer fährt gerade hoch, bin gerade erst im Förderzentrum angekommen, denn ich habe heute einen Fidodart-Automat bekommen, einen neuen. Und den kann man kaufen übrigens. Jedenfalls hatte ich keine Zeit, es ist 7:30, ich bin super spät erst im Zentrum und ich bin ein bisschen müde. Und da habe ich mir überlegt, hey, ich habe doch noch quasi mein allererstes aufgenommenes Video. Vor YouTube-Kanal, bevor ich in der Dartliga war, irgendwie 2 Jahre, ja, ich glaube Januar 2018, so, wo ich zum ersten Mal mir so eine Scheibe hingehängt hatte, so ein bisschen gespielt habe. So mit Verein und regelmäßig und so spiele ich ja seit März 2018 und da habe ich so die Lust am Darten entdeckt, aus der Phase. Und aus der Phase habe ich mir heute gedacht, ist ein enormes Risiko, weil, klar, jemand ist hier neu auf meinem Kanal, klickt rein und denkt sich, was spielt denn der für ein Mist? Was sind das für schlechte Kameraqualität und der Sound und das geht ab. Ja, es ist komplett schlechte Qualität, wie gesagt, das war prähistorische Zeiten waren es. Jedenfalls haue ich euch dieses Video jetzt auf die Augen und in dem Video sage ich, glaube ich, mein größter Traum wäre irgendwie mal 21 Darts zu spielen. Das mache ich jetzt jeden Tag ungefähr. Und ich finde es krass, diese Entwicklung zu sehen. Also das hat mich echt nochmal gepusht. Und ich hoffe auch, dass ihr gerade als Anfänger noch was davon habt, dabei zu sehen, so, okay, der hat halt auch mal angefangen. Ich bin ja immer noch ein totaler Anfänger, aber jetzt spiele ich schon einen höheren Average als damals. Also ja, aber dann seht ihr mal, wie sich so entwickelt hat. Und ich werfe auch noch mit 4 Fingern am Darts. Ich werfe jetzt nur noch mit 3 am Darts. Also alles ist komplett anders. Das waren meine Anfänge. Viel Spaß damit. Ciao. Es Darth Vader übelst, aber ich lasse es mal so. So. Ich schneide nichts raus, das ist ja historisch. So, ich habe mir vorhin überlegt, was für Ziele stecke ich mir eigentlich jetzt fürs Darten und Dartletics und mein Körper. Also ich denke mal, ohne Bäuchlein reicht mir. Ich brauche kein Sixpack. Einfach nur ganz normale Figur und fit und keine Rückenprobleme. Also ist jetzt kein Muskelaufbau für mich. Und beim Darten würde ich sagen, ein 21 Darter wäre mal geil. Aber ich habe keine Ahnung, wie gut ich eigentlich zurzeit bin, weil ich schon länger kein 501 gespielt habe oder beziehungsweise nicht in den Laptop eingetragen habe und geschaut habe über ein paar Spiele, wie gut meine Form ist und mein Average. Für ein 21 Darter muss man nämlich 71,57 Punkte mit 3 Darts machen im Durchschnitt. 71, also du musst die Triple 20 treffen und dann noch über 10 Punkte machen am besten. Also Triple 20, 20. Aber du musst natürlich noch abrechnen, dass du den Checkout hast mit einem Doppel. Das heißt, ein bisschen weniger geht vielleicht auch. Ah ja, ich werfe jetzt einfach mal 501 aus und schau, was passiert. Ha, 496, 491. 471, der Klassiker. 30 Punkte. Aha. 468. Ja, 467. 466. Das läuft ja wie geschmiert. 6 Darts, 466. 446. 441. Ah. 436. 9 Darts. Mein Gott. Oh. 436, das ist 396. 376. 356. Also 80 Punkte. 356 nach 12 Darts. Ups, 355. Aha, 350. So, 330. Nach 15 Darts. Habe ich nur gemacht, um besser zu rechnen, natürlich. Die 5 Grad. 330. Ah ja, 315. 295. 275 nach 15 Darts, oder? Oder 18 Darts, oh Gott. 275. 255. Das ist die Triple 5. 240. Ah ja, 239. Yeah, yeah, yeah. 239 nach 18 oder 21 Darts.
Das ist die Triple 18, 54. Oh Gott, das ist jetzt super. Also 185. 184. 179. Ach, 21 bzw. 24 da, 179. Ah ja, 177. Triple 9, das ist natürlich wieder super. Dann wäre das 177 ist 150. 130. 130 nach 24 bzw. 27 Darts. 110. 90. 90 ist Bullseye Tops, aber ich glaube nicht in dem Fall. Ah, werfe ich eine 4. Ah, 4 ist viel besser als Bullseye. 86. 86, könnt ihr jetzt nachschauen. Ich mache einfach mal, keine Ahnung, ich mache mal 20, 66. Und jetzt Doppel 13 für Tops. Ah ja, 62, da müsste ich jetzt Triple 10. Ah, da ist drin. 62, 32. Nach über 30 Darts auf jeden Fall. Und jetzt kommt noch das Doppel. Das wird ja noch erst interessant. Ah ja. Immer noch 32. Double Trouble. Ich hatte es echt nicht erwartet, das jetzt zu treffen beim ersten Mal, muss ich sagen. Ah Gott. Wenigstens überworfen. Mein Gott. Doppel 16 verpasst, Doppel 8 verpasst, Doppel 4 verpasst. Oh, 24, Doppel 12. Daneben. Voll in die 12. Und wieder voll in die 12, Doppel 6. Nein, warum kann ich nicht wenigstens? Ah, oh Gott, reinwerfen. So, Doppel 6. Und genau, Doppel 3. The Amateurs hate it and the Pros. Muss man überwerfen hier, weil kein Bock auf Doppel 1. Wobei es wurscht ist, üben muss man es eh. Ah, das war nicht die Doppel 6, das war die Doppel 13. Das passiert auch dem Besten, wie ihr seht. Jetzt kann ich natürlich nicht den gleichen einfach nochmal da reinmachen. Ah! Achso, ich muss nur einen werfen. Komm, dann gehen wir auf die 1 hier. Nein! Okay, deswegen geht man nicht auf die 1, wenn man es nicht kann. Jetzt habe ich 3 übrig, jetzt muss ich die 1 treffen. Ja, genau. Genau, jetzt sind wir im Madhouse. Selber schuld. Ich hätte es nicht machen sollen. Triple 1. Bei Masters Out hätte es jetzt gezählt. 3 für 3 Rest. Aber das machen wir nicht. So, jetzt muss ich am besten da drüber werfen. Am Draht. Ich wollte eigentlich von außen mich annähern. Jetzt habe ich nämlich schon wieder 3. Ach, das ist sowas von schlecht. Beim nächsten Mal werfe ich einfach gleich den nächsten Dart. Der zählt dann für nochmal 3 Darts. Ja, genau, jetzt treffe ich die Triple 20. Jetzt noch 1 und dann... Genau, Doppel 1. Nehme ich. Okay. So, als Kontrastprogramm, das war ich vor 3 Tagen. Aber ist egal, ich spiele es frei auf. Ich finde es alles gut. 171 zum Abschluss. Finde ich absolut Sahne. Ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht verschreien, aber beim letzten Dart dachte ich mir schon, ah, den hast du schön losgelassen. Ja! Wuhu! Geil, oder? So, schau, da läuft's auch.
paar Mann. Dude, danke. Ich bin ganz locker. Alles ist gut.